Moin Moin, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Es ist soweit, Tag 21, 20.47 Uhr. Ich habe die Sachen für die Händlerkiste weggepackt. Auch ein bisschen von unserem anderen Loot hier rein. Gucken, ich habe hier nämlich hier die Bude voll. Na komm mal, da können noch welche von weg. Brauchen wir nicht drin, da kriegen wir nichts für. Okay, so. Gut, dann brauchen wir ein bisschen Reparaturmaterial. Falls wir. Oder weil wir mit Sicherheit nachher was reparieren müssen. Eisen haben wir schon. Reparaturkits für die Waffen. Blöcke, ja, können wir dann immer noch holen, wenn wir die brauchen sollten. Ja, ich esse nochmal was. Das kann nicht schaden. Trinken genauso. Na, komm her. Befehl des Tages, noch einen hinten drauf. So. Medikamente. Das sollte reichen. Wir packen da aber noch ein, zwei von ein. Sicherheitshalber. Und ja, die nehmen wir auch noch hier mit. Falls wir sich aber so einen dusseligen Geier infizieren. Und dann ja, nehmen wir ein bisschen was zu trinken mit. Zum Löschen, wenn wir uns mal selbst in Brand stecken. So, gegessen haben wir Munition. Ups, da nicht. Also, Moment. Die nehmen wir noch mit. Da können wir das auch oder nicht zwingend hier. Das brauchen wir alles nicht. So, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit hier. Oh, das sollte reichen. Da ein bisschen mehr von. Da noch ein bisschen was. Und dann nehmen wir die noch mit. Und die auf jeden Fall. Munition haben wir, Getränke haben wir, Medikamente haben wir, Reparaturmaterial haben wir auch für die Waffen, das ist ganz wichtig. Und Mollys, alles da, denke mal. Sind wir soweit klar? 21:21 wird auch so langsam Zeit. Den lassen wir noch ein bisschen brutzeln. Ja, zu essen brauchen wir jetzt eigentlich nichts, ne? Das dürfte hinhauen. Aber wir haben ja noch eine Schatzkarte. Können wir doch schnell hinfahren. Meine schöne kleine Farbe ist auch fertig, denke ich gerade. Können wir noch eben. Der ist noch nicht fertig. Komischerweise. Oh, wir haben eine Kartoffelsaat können wir auch noch nutzen. Kartoffel ist wichtiger als Kürbis und sowas. Ja, der hört gleich von alleine auf. Können wir mal einen wieder rausnehmen. Und ja, da wird es auch so langsam Zeit. Da habe ich nichts mehr am Start, da auch nicht. Habe ich jetzt wirklich nichts vergessen? Das sollte passen. Gut. Jo. So, ich habe Gamma jetzt mal nicht hochgedreht, weil ich bin der Meinung, das ist hell genug. Ich hoffe, das stimmt. Ja, komm, ja, sicherheitshalber ein bisschen. Ah, schauen wir mal auf 70. Blöd, dass ich immer vergesse, ist ja, dass es ja hier für mich ganz anders aussieht oder andersrum gesagt, auf YouTube nachher alles wieder ein bisschen mieser aussieht. Aber okay. So, dann können wir aber die Lampe, glaube ich, auslassen, ne? In der Entfernung sieht man sowieso nichts. Da macht auch nichts, weil die eh alle so in der Entfernung von unserem Haus ungefähr spawnen oder hier da wieder im Schrottplatz. So, das ist noch Holz. Ne? Das müssen wir, glaube ich, beim nächsten Mal dann. Bis zum nächsten Blutmond dann mal Eisen aufrüsten, denke ich mal.
Wenn wir dann noch hier sind, also ich will mal gucken, nach der Nacht hier. Eventuell ziehen wir um, weil wir haben die Stadt ja nur auch schon so ziemlich durch. Und vielleicht ziehen wir mal in eine andere Stadt und bauen da dann unsere Base. Oder bauen ein fertiges Gebäude neu aus. Muss ich nochmal überlegen, das weiß ich noch nicht. Und jetzt warten wir aber erstmal auf die freundlichen Herren und Damen. Oh, man sollte vielleicht auch laden. Und los geht's. Mal gespannt, was für Spezialisten diesmal kommen. Jetzt haben wir, glaube ich, bloß ein paar Geier. Oder Spider. Haben sie gar nicht mehr. Feuer unterm Hinter machen. Yippie. Pistole braucht hier wesentlich mehr Schuss, als wenn ich jetzt das Gewehr nehme, aber die Pistolenmunition finden wir ja zuhauf und ist auch billiger herzustellen. Später werden wir dann Turrets haben, wo wir die Munition für brauchen, und dann sollte man auch so weit sein, dass man genug so Texturmunition fürs Gewehr herstellt. Aber dann doch viel von dieser Pistolenmunition braucht. Also mit Radiator oder so rechne ich ja nicht, aber vielleicht doch mit Polizisten. Aber Moment, ist wieder harmlos einmal. Aber sind ja auch gerade erst eingefangen. Sag nicht, das sind wieder nur Spider. Als Spezial. Und ich mag keine Spider. Ich hatte ja noch überlegt, den Schwierigkeitsgrad hochzudrehen.
damit wir nicht wieder mitten in der Blutmondnacht die Sache haben, dass keine Zombies mehr kommen und wir nochmal neu starten müssen. Aber ich weiß immer nicht, ob dann irgendwas anderes noch triggert. Was auf jeden Fall passiert ist, wenn man den Blutmondintervall ändert. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber in der Alpha 18 war es so. Wenn man den, da konnte man jetzt zum ersten Mal den Intervall ändern von 7 Tage auf was, 14 oder 8 oder was auch immer. Dann resettete man den Blutmond. Dann kam wieder die erste einfache Welle. Auch wenn man schon, was weiß ich, 42. Tag oder was war. Weiß nicht, ob das noch so ist, aber irgendwie will ich das nicht riskieren. Sollten wir wieder vorzeitig fertig werden, dann starten wir halt nochmal. Gibt ihr dann auch mehr XP? Säcke unten. Wie gut. So gefällt mir das. Keine Geier, keine Polizisten. Aber ich glaube nicht, dass das dabei bleibt. Zwei dann Hunde bei der dritten Blutmondnacht. Das wäre ein bisschen lahm. Habe ich einen Geier gehört? Sag ich doch. Okay. So, erst ein bisschen angaren und dann den Rest geben. Aha, hab's gewusst. Einer kommt, kommt meistens noch einer. Ja, da haben wir den Salat. Ich höre immer noch was. Da, noch einer. Drei sogar. Noch mal zweimal draufhauen, weil die explodieren gerne auch mal, wenn wir noch 1% Leben haben und auf den Boden gingen. Hunde mag ich auch nicht. Also jedenfalls hier nicht.
ist wieder was? Ist das ein Polizist oder ein. Ja. Also wenn einer nicht weiß, warum ich immer dahin renne, wenn ich die Molly runterschneide, einfach nochmal so, erstmal, den kann ich gegen die Tür schmeißen, der prallt ab und fällt da in die Menge. Aber wenn ich den Molly gegen die Tür schmeiße, dann platzt der hier oben schon. Deswegen muss ich den Senkelte unterschmeißen und da die unter mir stehen, glaube ich, darum, damit sie in die Flammen laufen. Wobei die Flammen sowieso meist bis dahin reichen. Können wir ja nochmal sehen. Also, jetzt entzünden sie sowieso alle. Aber ich habe es ganz gern, wenn sie nochmal so mittendrin stehen. Oh. So ist das auch fein. Die Blitze sind irgendwie ein bisschen komisch, ne? Was ist irgendwie? Ob ich da was geändert hat oder ob ich das nur so meine. Ich glaube, ich schon mal vermute, ne? Ich glaube, diese gelben Blutsäcke, die fallen eher raus, wenn man sie wirklich jetzt selber abschießt. Wenn ich jetzt nur Flammen nehme, nee, eigentlich müssen sie egal sein. Die müssen eigentlich triggern, sobald ein Zombie tot ist, egal warum er gestorben ist. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass es mehr Blutsäcke gibt, wenn ich die abschieße und ich mir Flamme. Wobei dann wieder die Frage ist, ob mit Granaten und Rohrbomben, wie da der Effekt ist. Aber egal. So. Obwohl die aber gerne recht guten Loot dabei haben, das muss man mal sagen. War da schon alles an Polizisten? Jetzt kann man schön sehen, wie sie die Türen ignorieren. Ne? Zack, ruhig und gut ist. Okay. Oh, keine Mollys mehr. Kriegt ihr schon Schreck? So. Zack. Satz. Wo haben wir denn rum hier?
und den zweiten Level ab. War ja schon wieder alles. Fühlte fast. Ah, es kommt nichts mehr. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Tja, nu, was will man sagen, ne? Perfekte Base. Passiert das wohl mal, dass man der Blumen macht, der Hälfte, ja, vorzeitig beendet ist, so. Oh, was war das? Schützengewehr, sehr schön. Ah, guck, die Bude ist wieder voll. Bringen wir das mal schnell weg. Jo, alles gut. Na. Manchmal ist das vertickert hier so. Doch. Jo, dann starten wir nochmal neu, wa? Nützt ja nix. Quatsch. Falsche Taste, da hole ich drauf. Ja, fortsetzen. Jo, dauert ein paar Sekunden und dann geht's wieder weiter. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte ein bisschen mehr Spezial-Zombies und wir haben ja nur eine Menge gelootet und gemacht und getan. Ich muss der Game Stage eigentlich ein bisschen geklettert sein. Aber okay. Und ja, ein bisschen mehr Polizisten oder vielleicht auch ein paar Grüne wäre schon ganz nett gewesen. Aber wie gesagt, man kann die Schwierigkeitsstufe ja auch höher stellen. Ich traue mich da ehrlich gesagt im Moment nicht ran. Und schauen wir mal, was die zweite Welle macht. Am Anfang ist immer so ein bisschen, ne, wenn das Spiel neu startet, ist immer noch so ein bisschen ruckelig. Ich denke mal, da ist er noch am Texturenladen oder so. Immer erst gucken, ob Polizisten kommen. Wir haben Spider und Hunde. Ekelhafterweise. Na Jungs, Mädels.
haben wir noch keine Polizisten mehr. Die haben Angst vor mir, daran liegt das. Da habe ich... Da, genau. Richtig fies wird's, wenn man irgendwie die Polizisten übersieht und sie hier direkt unten drunter stehen und hier durchs Loch spucken. Da kriegt man dann die volle Breitseite ab und das kann also schon mindestens die Hälfte Leben kosten. Wenn dann noch einen erwischt, einer dich erwischt, dann war's das. Ja, oder ein sprungener Geier hier reinfliegt, das kann natürlich auch gleich passieren. Schon wieder ein, genau. Da kommt noch einer. Meistens kommen wir jetzt zu zweit. Ich glaube schon. Okay, Zeit für Feuer. Aber ja noch eben noch einen dritten Levelpunkt kriegen. Das ist wieder ein Geier. Ja? Spaßvogel. So, hier, der lacht doch. Naja, der doch nicht. Wie auch fast. So, halbe Stunde noch im Spiel. Spendieren wir den noch ein bisschen Schnaps. So. Level 40, 3 Punkte. Das ist nice. So. Endspurt.
Mimi! So, noch 6 Sekunden noch gesehen. Meinte ich, hätte gerade noch einen Polizisten grunzen gehört, aber war wohl nicht. Und das war's. Easy, easy. Ja, okay, war ja zu erwarten mit dieser ja, Konstruktion, solange sie noch geht, ist das natürlich easy. Einfach gerade dann könnte man natürlich den Schwierigkeitsgrad ganz Ecke höher drehen. Aber das ist ja eigentlich jetzt nicht so von dem Spiel gedacht, dass da dieser, ja, ich sag mal, nenn das mal Bug drin ist. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt und ob wir im nächsten oder beim nächsten Blue Moon immer noch hier oben gemütlich drauf rumstehen werden. Ich versuche ja immer jetzt so auch zum Schluss ein bisschen Action reinzukriegen. Hätte ich natürlich auch schon früher machen können, so schwer ist das eigentlich nicht. Aber meistens stellt man sich dann irgendwie dusselig an und dann ist passiert. Ja. Okay, wäre auch nicht so schlimm. Ja, aber ich denke mal, das haben wir wieder gut gemeistert. Und ich packe den Krempel da mal weg und repariere hier mal ein bisschen. Bin mal gespannt. Ah, guck, ist kaum was kaputt hier. Ne? Da oben auch nicht. Ja, ein bisschen minimal. Bräuchte man eigentlich nicht mal reparieren. Aber es wird doch von Blue Moon zu Blue Moon schwerer werden. Ich dachte jetzt, dass es jetzt schon ein bisschen schlimmer ist, aber beim nächsten Mal werden da bestimmt schon Grüne dabei sein, ne? Radiated. Und die halten ja wesentlich mehr aus. Muss man gucken. Gut, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und dann ja in der nächsten oder in den nächsten Folgen, denke ich mal, werden wir uns auch mal wieder so ein bisschen ans Bauen trauen. Weiß noch nicht so genau wie und wann, aber und wo, aber müssen wir mal gucken. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.